Um genau so Gebärden in der Zukunft zu verstehen, haben wir uns im Rahmen von einer technischen Abschlussarbeit von der Berufsmatura das Ziel gesetzt, ein Handset zu entwickeln, wo zukünftig Kommunikation zwischen gehörlosen und hörenden Menschen vereinfachen soll. Das Grundprinzip ist folgendes: Eine gehörlose Person legt ein Handschuh an und gebärdet. Durch die Erkennung der einzelnen Fingerstellungen via Sensoren wird die Gebärdensprache erkannt und akustisch wiedergegeben und für uns hörbar gemacht. Der Handschuh ist aktuell im Stand, um alle 26 Buchstaben vom Gebärdenalphabet zu interpretieren und zu wiedergeben. Durch die primären Sensoren, sogenannte DNS-Streifen, ist es möglich, die Biegung der einzelnen Finger zu erfassen. Durch eine Kombination aus den einzelnen Biegungswerten lässt sich so jeder Buchstabe vom Alphabet bestimmen. Hier im Beispiel die ersten paar Buchstaben vom Alphabet. Durch den zusätzlich verbauten Gyroskop- und Beschleunigungssensor ist es zudem möglich, dynamische Bewegungen zu erfassen. Durch das lassen sich Buchstaben wie J und Z bestimmen. Leider reicht allein die Funktion der Buchstabeninterpretation und Wiedergabe noch nicht zu einer Vereinfachung der Kommunikation bei. Es sind weitere Entwicklungen notwendig, um über das Alphabet darüber hinaus komplexere Gebärden zu interpretieren. Eine Kombination aus künstlicher Intelligenz und entwickelte Sensoren könnte jedoch die Grundlage für eine ganzheitliche Gebärdenerfassung und Interpretation sein. Danke vielmals.